Währenddessen segelt die Avianda in Begleitung der Sulman al-Nasuri und den Resten der aranischen Flotte gen Selem. Sulamin ist unten in der Kapelle, sitzt auf den weichen Kissen vor der Sandschale und beobachtet die Muster, die das Pendel so im Seegang in den Sand zieht und hält Zwiesprache mit ihrer Göttin. Meine Herren und Geliebte, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Die namenlosen Tage ziehen herauf. Doch zwischen uns und der Sternenlehre steht das Sternbild der Stute. Zwischen mir und der Verzweiflung stehst du. Kor hat Rafim erneut für sich beansprucht. Das letzte Opfer steht noch aus. Aber ich trauere um ihn, als sei er schon tot. Denn er ist tot für all die Freuden des Lebens. Seine Augen schauen bereits das Jenseits. Darum bitte ich dich nicht, ihn zu beschützen. Ich bitte dich nur darum, dein Wort für ihn in die Waagschale zu werfen, wenn er vor Rheton steht. Nur für den Fall, dass Kors Fürsprache nicht ausreicht. Ich weiß, er hat viel Schlimmes getan. Aber ich liebe ihn immer noch. Wir setzen in diesem Kampf nicht nur unser Leben, sondern auch unsere Seele aufs Spiel. Darum bitte ich dich, lass nicht zu, dass auch nur eine einzige Seele ohne Schuld in die Niederhöllen hinabgerissen wird. Das gilt auch für Serpentilio. Dir mag nicht gefallen, was er tut, aber auch er kämpft dafür, dass Aventurien nicht in den Fluten untergeht. Mit allen, die dich lieben und verehren. Ich weiß nicht, was uns erwartet. Vielleicht sind all unsere Pläne am Ende nichtig. Aber wir müssen es dennoch versuchen. Also, wenn du mir noch einen Hinweis geben möchtest, irgendetwas, das mir hilft, Unschuldige zu retten oder den Splitter oder den Mantel unschädlich zu machen oder einfach nur dem Bund der Wogen Hoffnung zu geben. Was auch immer, ich bin hier und ich werde nie aufhören, dich zu lieben und deinen Namen zu preisen. Du kannst sehen, wie sich der Takt, der Rhythmus deines Pendels im Sand verändert. Die Linien, die gemalt werden, sind nicht mehr so harmonisch. Vor allem wird das Pendel schneller. Du hast das Gefühl, als würde sich die Schale mit Sand biegen. Ein Strudel, der entsteht, nicht nur auf der Sandoberfläche. Es wirkt fast so, als würde die Sandschale wachsen, als würde der Sand, der normalerweise runterrieselt, an der Wand kleben bleiben. Und du siehst, wie sich der Sand, hell wie er ist, verfärbt und schwarz wird. Deine Augen klappen nach oben und du siehst die stürmische See, schwarz geworden. Sie ist komplett schwarz und entvölkert. Kein einziges Schiff, was du daran erkennen kannst, keine See. Es ist schwarzes Wasser. Es gibt keine Kontinente. Und es gibt keinen Himmel. Der Strudel befindet sich nicht nur auf der Oberfläche des Wassers, sondern das Wasser ist der Strudel. Du blickst nach oben, dort das Wasser, auf der rechten Seite das Wasser, links das Wasser, alles ist voller Wasser. Es gibt so etwas wie einen Röhrendurchgang und am Ende der Röhre erkennst du ein gewaltiges Monstrum, was sich klackernd auf euch zubewegt, auf dich zubewegt. Du siehst, wie der Himmel ist zwar schwarz, aber dort zeichnen sich Vögel ab. Vögel sind aber nicht so groß. Sie kommen näher auf flatternden Schwingen,
Harpien oder Serpentilio würde sagen Lederschwingen, die siebte Plage. Du siehst, wie das Schiff unaufhaltsam auf dich zukommt, hinter sich die Sphären zerpflügt. Es erinnert dich fast an das Tetraeder, mit dem ihr selbst die Sphären leicht aufgefächert habt, zerschnitten, übereinander gewölbt. Das hier ist einfach brutal. Ein Zerriss. Du siehst, wie hinter dem Ding, hinter der Plagenbringerin, die Sphären aufgefächert werden und das Wasser in die vierte, fünfte, sechste und siebte Sphäre läuft. In die zweite und in die erste. Ein alles vernichtender Weltuntergang. Du kommst näher und näher. Du siehst den gewaltigen morschen Baum, auf den du zufliegst. Direkt vorne liegt er anmutig mit den vielen Lederschwingen drumherum und einem gewaltigen großen Nest oben auf der Krone. Borkig. Du betrachtest die Steuerfrau, Frau N. Bist du nicht ganz sicher? Es ist ein Gewühl, was dich einfängt. Es sieht fast aus wie eine hölzerne Insektenkönigin mit einem gewaltigen Hinterleib, in den es an das Holz gebunden ist. Sie klickt ähnlich wie die Spinne selbst mit den sechs Insektenbeinen hin und her. Und du kannst weitere von diesen Königinnen erkennen, die durch das gesamte Schiff am Baum entlang nach unten und oben krabbeln. Es ist widerlich. Du folgst dem Flug am Baum entlang ins Innere des Schiffes, bleibst immer wieder hängen und kleben an verschiedenen Fetzen. Und dann siehst du nach endloser Reise den Altarstein vor dir pulsieren. Das gewaltige Herz der Plagenbringer. 5 Schritt misst es. Ein Klumpen aus feinstem Blattgewebe, in dem dunkles Unwasser gepumpt wird und pulsiert. Boah! Hölzerne Adern, dick wie Verdocker Bierfässer, führen in alle Richtungen. Grotesk verwachsene Zweige, die im Wahn verzerrten Fratzen ausbilden, halten das Gebilde in der Luft. Ah! Myriaden Eichenkäfer führen an den Wänden und im Blattgespinst irrsinnige Tänze auf in wechselnden Formen, die keiner Logik zu folgen scheinen. Mut! Aus Boden, Wänden und Decken winden sich strenge, tausendäugiger Fischdärme, aufgedunsen mit grünlichem Fell, bedeckte Seeschlangenleiber ohne Anfang und Ende und eitrige Tentakel nach oben umfassen das Herz der Arche, durchdringen es. Bah! Das Holz vibriert unter dem dumpfen, langen Schlag des Herzens. Es umfasst dich selbst, es greift nach dir, dieser Schlag. Du spürst, wie sich dein Herz verlangsamt. Bah! Wie das Blut kalt wird und du sitzt wieder vor dieser Schale aus Sand, die die Bahn zeichnet. Ruhig. Als wäre nie etwas passiert. Mut. Ulamin ist schwindelig und sie kippt zur Seite. Das schwarze Haar ergießt sich über den Fußboden wie Wasser. Und wenig später wird Serpentilio sie dort finden und ihr einen Vortrag halten über die Gefährlichkeit des Paktierens mit Göttern. Gutes Stichwort. Diamantis. Du segelst auf deinem Schiff mit deiner Flotte, die man dir endlich gegeben hat, an Bord der Schwarzen Sichel. Neben dir kannst du deine Seesoldaten erkennen, deine Matrosen best ausgebildet. So etwas findet man nicht mal in Alanfa. Ihr habt zwar Ruderer, aber selbst die sind gestählt. Du stehst hinten an Deck der Schwarzen Sichel, streichst über das Holz und du betrachtest die anderen Schiffe neben dir. Die Sieg vom Flusswacht, die Häuter von Sardosk, Schneide von Mendena, da die Aleph Null. Es sind viele Schiffe. Es reicht. Es ist ein kleines Aufgebot, was Hafax gegeben hat. Er hat zwar viele andere Dinge noch zu tun, die er mit seinen Schiffen vorhat, aber
Du streichst über das Holz, das seiner Dämonenarche vom Leib gerissen worden ist und dann als Borkenhaut hier wieder angenagelt worden ist. Oberst Diamantes, Admiral, General. Endlich der Respekt, den man dir nun nie richtig gegeben hat. Selbst bei den Helden hat es nur zum, nun ja, Schützen gereicht. Hier allerdings respektiert man dich. Jedes Wort wird befolgt. Sekundengenau. Jeder weiß, was er tut. Jeder ist gedrillt. Vor euch kannst du den brennenden Hafen erkennen. Die Zornbrechts haben einen Pakt mit dir geschlossen, mit euch geschlossen. Mit Hafax, du hast vermittelt. Sie haben natürlich nicht den Standard. Das bist du natürlich von den Zornbrechts, nun, gewohnt. Nareb Zornbrecht ist ein fetter Egomane, der ähnlich wie Halligan Titel um Titel anhäuft, aber nun, verrotteter Haufen. Mittlerweile bist du kein Alanfana mehr, sondern ein Mendena. Und du blickst auf deinen ersten Offizier neben dir, der dir zunickt und dir das Fernglas in die Hand drückt. Er scheint mächtig zu brennen. Sie sind aber in die Falle gegangen. Ihre Soldaten mögen ihnen nichts nutzen. So viele Schiffe, wie sie dort haben, wird schlecht enden ohne uns. Für uns verläuft immer noch alles nach Plan. Wir haben damit gerechnet, dass die Helden irgendwas derartiges vorhaben. Sie scheinen wohl die ganze Stadt opfern zu wollen. Sie werden wohl noch irgendwo in der Stadt. Einige von ihnen werden vielleicht noch irgendwo in der Stadt sein. Aber mit dem Aufgebot an Schiffen, die Paligan hier mitgebracht hat, sollen wir fertig werden, da sie uns wohl die Dämonenarche, wie es scheint, schon abgenommen haben. Der Meister der Gotongis sagte, sie hätten noch einen Uchuchu, allerdings wurde der nun vernichtet. Allerdings ist dabei auch ihre mächtigste Zauberin nun zerstört worden. Der Meister der Gotongis sagte wohl, dass der General die Borberat hat beschießen lassen. Aber ist sie wohl gestorben? Nichts, was mich jetzt beunruhigen würde. Nein, aber wir kennen die Herrin der St. Borberat von Mendena. Sie ist gesegelt unter Kyrene, der Seelenpfänderin. Eine mächtige Zauberin. Ja, möglicherweise hat sie auch Mittel und Wege gefunden, sich nochmal in dieser Welt, in dieser Sphäre, wie wohl die Magier sagen würden, zu verankern. Nun, zumindest unser Gotongi-Meister hatte davon nichts berichtet. Sie ist sang- und klanglos bei dem... Nun, bei den Einzahlen der Rotzenkugeln wohl getroffen worden. Sei es drum, der Uchuchu ist weg und ihre Piraten im Hafen. Gut, dann werden wir wohl einmal aufräumen. Gibt Befehl, die Formation einzunehmen und wir werden die auf den Grund dieser Küste schießen. Sie sind der Hammer, wir sind der Amboss. Wenn sich der Trubel in der Stadt gelegt hat, werden wir sehen, was von dem Ganzen noch übrig bleibt. Nun, heute wird viel Blut fließen. Damit dreht er sich von dir ab, gibt die Flaggensignale und die Schiffe gehen in die Formation ein. Ein Halbmond, sichelförmig aufgereiht. Du kannst erkennen, wie sie dann nach und nach die Breitseiten zudrehen, sodass sie ihre Schüsse vernichtend abgeben können. Brandgeschosse. Säure, die geladen worden ist. Es wird vernichtend. Oh, unter Hafax zu arbeiten, ist ein sehr angenehmes Gefühl. Du kannst dem Vernichtungssturm zusehen. Ihr habt die Hoheit über das Wasser, nachdem sich alle selbst in diesem Hafen verbarrikadiert haben, nachdem sie da auch nicht mehr rauskommen,
Die meisten der Matrosen, der Soldaten, der Piraten sind abgesprungen. Nur wenige, die zurückbleiben und die Schiffe nicht ordentlich bemannen können. Ihr könnt nachladen und schießen und nachladen und schießen. Der Feuersturm tobt weiter durch die Stadt. Sie sind einfach eingekesselt und sterben dort. Du kannst ihre Schreie hören. Du riechst den Pulverdampf in der Luft, sowohl von ihnen als auch von euch. Du kannst einige zerfetzte Tankstücke vom Ulchuchu erkennen und dann bist du der Meinung, sind die Schiffe untergegangen und versunken. Die Hafenanlage ist zerfetzt und zerbrochen. Du siehst die Leichen mit abgerissenen Gliedmaßen überall verteilt. Immer noch wird vereinzelt geschossen. Aber das kommt aus dem Inneren der Stadt und für eure Armada, für eure gut ausgebildeten Soldaten ist das kein Problem mehr. Dann tun wir das. Ich gebe Befehl anzulegen. Natürlich allen voran mein Schiff, das Schlagschiff. Und durchkämmt die Stadt. Wir wissen, ob irgendwas von den Zaunbrechern übrig geblieben ist. Und ob sie mit ihrem Plan erfolgreich waren. Ich wage es wohl zu bezweifeln. Irgendwo von Nordosten dringt ein widerlicher Gestank, der mit dem Feuer und den verbrannten Leichen nichts zu tun hat, sondern eher von Krankheit rührt. Das muss die Arche gewesen sein, die Seuchenbringerin, wie euer Getongi-Meister sagte, auch vernichtet, aufgebrochen, aus dem Inneren das Herz zerschnitten. Und ja, so kannst du sehen, wie deine Soldaten nach und nach aus den Schiffen hinter dir strömen, in die Gassen eindringen, die Verletzten in den Gruben hinrichten, teilweise die Schützen aus dem Dach herunterschießen. Es ist schon viel vernichtet worden. Es sind nur noch weniger Zornbrechter übrig. Und so kannst du, ja, nachdem Soldat um Soldat in die Stadt eingesickert ist, selbst in die Straßen eindringen. Ja, mit einem kleinen Trupp marschiert Diamantis über die Hauptstraße, wo der Feuersturm anfänglich gewütet hat, wo alles in Schutt und Asche liegt und man nur die Überreste der Menschen nur im Ansatz erkennen kann. Über die Straße und hat als Ziel die Burg. Denn sollten hier irgendwo Überlebende sein, dann werden sie sich dort aufhalten. Vermutlich ist die Burg auch das Einzige, was noch wirklich steht. Der Rest dürfte mittlerweile im Brand stehen, aber die ist ja recht stabil und aus Stein. Du kannst sehen, wie wohl einige Schaden aufgebaut worden sind. Man hat aus den Häusern herausgeschossen, aber auch da liegen mittlerweile nur noch Leichen, sowohl Zornbrechter als auch eben das Sklavengesocks von ihnen. Du siehst tote Chorgeweihte, vielleicht das sogar Raphim unter ihnen. Und die Burg selbst brennt zwar nicht, aber die Tore sind aufgebrochen. Im Inneren gibt es vereinzelt Schüsse, aber noch weht die Flagge der Zornbrechts ganz oben. Ja, dadurch lässt sich Diamantis nicht täuschen, das könnte wirklich alles bedeuten. Er schiert mit seinem Trupp die Straße entlang zum Tor. Ist dieses verschlossen, durchbrochen? Durchbrochen. Wurde es von außen oder von innen durchbrochen? Von innen. Diamantis schaut sich das einen Augenblick an. Durchkämmt die Stadt. Gründlicher. Es müssen hier noch irgendwo welche sein. Hier ist was passiert. Ja, deine Soldaten dringen ein, allesamt mit Balestrinas, mit Abalonen bewaffnet, Säbel, teilweise auch Doppelkonchoma oder so etwas, was sie bei sich tragen. Jeder auf sich ist ein Spezialist in seinem Gebiet und seine persönliche Waffe. Als sie im Inneren des Hofes ankommen, bleiben sie kurz stehen, blicken nach Norden und drehen sich zu dir um. Herr Oberst, das solltet ihr euch ansehen. Diamantis tritt näher. Was gibt es? Du
blickst nun neben dem eigentlichen, neben der eigentlichen Burg kannst du auf Pfähle sehen. Sie bestehen normalerweise aus Holz, wie Hinrichtungsblöcke sind es nicht ganz, aber angekettet oder angebunden siehst du 9 Personen. Und von einigen der Pfosten geht rotes, flackerndes Licht aus. 4 Stück leuchten noch. Die anderen, du trittst näher heran und siehst wohl, wie ihnen die Kehlen aufgeschnitten worden sind. Zusätzlich sind sie aber auch verbrannt. Zumindest diejenigen, die nun an dem am Holz hängen. Die anderen, die noch rot leuchten, sie sind einfach nur getötet worden, aber nicht verbrannt. Das Trö, das trägt allemal Raphims Handschrift. Ich weiß nicht, ob er noch in der Stadt ist. Herr Oberst! Vielleicht. Ja? Wir haben Lord Nareb gefunden. Er ist tot. Er liegt hier oben. Wollt ihr ihn sehen? Nein. Nicht notwendig. Ich glaube euch. Sichert die Burg. Raphim wird hier noch irgendwo sein. Und er wird wissen, dass ich in der Stadt bin. Wir werden uns wiedersehen, alter Freund. So verstanden, Herr Oberst. Sie dringen in die Burg ein. Du kannst auch hinter dir sehen, wie weitere von deinen Männern eintreffen und ebenso wie die anderen in die Burg einströmen. Kannst es auch hören, wie es knallt und zischt. Und dann ist erstmal wieder Ruhe. Weiteres Laufen von irgendwelchen Rüstungsteilen, die im Inneren verschwinden. Und es wird gesäubert. Und dann kannst du sehen, wie ein weiterer der Holzpfosten aufhört zu leuchten. Und wie durch Geisterhand verbrennt der Leichnam kohlrabenschwarz. Es leuchtet und flackert einmal rot auf. Und dann hängt da nur noch ein weiterer verbrannter Leichnam. Das beunruhigt Amantes etwas, aber das spricht er nicht laut aus. Er spricht viele Dinge nicht mehr laut aus, die er eigentlich laut gesagt hätte, wenn irgendwer zugehört hätte, wenn irgendwer da gewesen hätte, vor dem man vielleicht solche Schwäche hätte zeigen können, wie damals mit den Helden, aber in letzter Zeit ist er mehr in sich gekehrt. Schaut mit dieser leichten Angst, die sich vielleicht in mir aufbaut, zu diesen Fehlern, zu diesen Stehlen und weiß, dass sie irgendwas mit Raphim zu tun haben. Nur nicht was. Und ein weiteres Leuchtfeuer geht aus. Der Mensch verbrennt, auch wenn er schon tot dort hängt. Und es sind nur noch 2 helle Leuchtfeuer. Dann scheppert irgendwas aus dem Inneren vom Burginnenhof. Und du siehst, wie aus dem großen Eingang einer deiner Wachen, deiner Soldaten heraustritt. Sein Kopf fehlt und sein Oberkörper, sein Brustkorb ist zur Hälfte abgeschnitten, gespalten. Ein Loch, du kannst auf das Innere des Herzens und der Lunge blicken, wie es einmal noch kurz pumpt und dann wegbricht. Jemand zieht seine goldene Balestrina und richtet ihn in die Richtung, wo der Soldat hergekommen ist. Du siehst... Männer, Stellung aufnehmen, Feindkontakt. Du siehst, wie eine Kreatur aus dem Inneren der Burg heraustritt. Ein 2,50 Meter großes Ding in einer mittlerweile nur noch roten Uniform. Es ist keine richtige Uniform, es ist Blut, was an ihm heruntergelaufen ist und dann getrocknet ist. Ein Panzer, einen schützenden Panzer bildet. Und dort, wo eigentlich der Kopf sein sollte, kannst du einen... Ja, das ist zwar ein Kopf, aber er ist gebrochen und zerborsten. Du siehst, wie es Einschusslöcher gibt und Spalten, als hätte irgendjemand diesen Kopf zerteilt, zerhackt mehrere Male. Aber gehalten wird das alles nur durch ein rotes Leuchten.